was würden unsere jüngeren Neumann-Kinder nur dafür geben, die Stipendien der Älteren zu erhalten. Es wäre so, so super. Und ja, damit herzlich willkommen hier zu Die Sims 2 und unserer Familie Neumann, nicht auf dem College. Ja, wir sind hier noch in unserem Elternhaus und warten darauf, groß und stark zu werden, um auch aufs College gehen zu können. Das einzige Problem ist, dass nur noch eine Person aufs College kann, es sei denn, wir entscheiden uns dazu, ein anderes Studentenwohnheim zu nehmen. Das wäre natürlich auch noch eine Option. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, sollen wir uns in ein anderes Studentenwohnheim einquartieren, damit alle Kinder mit können? Oder sollen wir in unserem Umgebauten bleiben und ja, mit den fünf da einfach mal unser College absolvieren? Einfach mal, ne, so in die Kommentare. Ach ja, so, wir müssen einmal auf die Toilette. Das setzen wir doch glatt mal um und säubern diese dann auch gleich. Okay. Georgia muss los. Dann ne, meine Liebe. Einmal zur Arbeit bitte, damit wir hier noch ein bisschen Geld verdienen, weil hier ist ja immer ein bisschen groß die Geldsorge. Oh, die Toilette haben wir auch schon wieder sauber gemacht. Wir sind ja schnell. Aber dann können wir unseren Kreativitätspunkt hier weiter ausbauen, indem wir hier mal ein bisschen spielen. Wie geht es denn unseren lieben Buddy? Ja, gut soweit. Müsste nur mal wieder gewaschen werden. Das kriegen wir dann aber auf jeden Fall noch hin. Wir brauchen vielleicht ein Denkerkäppchen. Ich glaube, das wäre momentan eine ganz gute Idee. Geschäftssinn. Und wir können eine weitere Laufbahn gründen. Gastfreundschaft. Ja, komm, dann nehmen wir erstmal das und ignorieren mal die Laufbahn. Und wir holen uns mal so ein praktisches Denkerkäppchen. Das einzige Problem ist halt, dass wir momentan uns eher mit Franz anfreunden müssten oder den Punkt so erreichen, damit unsere Lebenslaufbahnanzeige nach oben steigt und wir das Ganze auch benutzen können, ohne dass uns das Hirn wegsaugt. Wir rufen einfach mal hier unseren Kumpel an. Ich weiß gar nicht mehr genau, wer das war. Franz. Franz, wir rufen Franz an. Ich vergesse immer so schnell die Namen. So, yo, Franz ist nicht zu Hause. Blöd. Aber wir können hier auf jeden Fall mal den Napf füllen. Ich mach mal vorher sauber. Dann ist das hier wieder hübsch. So, 10 Simoleons wieder weniger, aber was willst du machen? Gehen wir mal eine Runde Buddy waschen. Buddy, komm, waschen. Du bist schon wieder ein bisschen schmutziglich und dann fühlst du dich viel besser, wenn du gewaschen bist. Sehr gut. So, dann können wir hier die Pfütze noch aufwischen. Ja, und dann werden wir hier einfach mal weiterspielen. Gut, wir haben 85 Simoleons verdient. Ist leider nicht die Welt, aber besser als nichts tatsächlich. So, dann haben wir hier noch ein bisschen sauber gemacht. Supi, das sieht alles gut aus. Wir haben ein bisschen Hunger, aber ich würde tatsächlich gerne das Stillleben hier weitermalen, damit wir da noch so ein bisschen unsere Geldsorgen loswerden, wenn wir das Bild verkaufen können. Wisst ihr, was ich meine? So, Buddy jault hier fleißig mit. Das ist sehr schön. Ah, welch wunderbares Geigenspiel. So, Dalle, das Bild ist fertig. Da war Georgia noch schneller. Ach ja, stimmt, wir haben ein Bild von draußen gemalt. Dann verkaufen wir es mal für 68. Puh, und schon sind wir wieder gut im Geschäft. Dann gehen wir mal kurz auf die Toilette und schnappen uns dann hier mal was zu essen. So, einfach ein paar Reste. Und hier müssten wir gleich den Punkt vollständig haben. Ja gut, nehmen wir mal hier die... Was ist das eigentlich? Hawaii Toast, Sandwiches. Ich weiß gerade gar nicht mehr richtig, was das ist. So, wir wollen Nummer 7 haben. Mal gucken, ob wir dieses Level so einfach erreichen können. Aber schnappen wir uns einfach mal den Teller hier, den essen wir zusammen. Sehr gut. Greta Neumann und Georgia sind keine besten Freunde mehr. Oh mein Gott, das müssen wir dringend mal bearbeiten. So, Georgia. Okay, es ist schon sehr spät. Vielleicht sollten wir Greta jetzt gerade nicht anrufen. Aber so generell wäre es mal eine Idee, dort anzurufen. Wir spielen mal hier kurz Geige, um uns den Wunsch zu erfüllen. So, hier werden wir jetzt satt. Dann räumen wir das mal weg. So, war der letzte Hubs, alles klar. Und dann machen wir uns hier mal fertig. So, wir wollen ein Meisterwerk verkaufen. Das kann ich gut verstehen. Wir malen hier einfach mal nur irgendein Bild, würde ich sagen. So, Dalle. Und leider sind wir hier noch nicht weit genug gekommen, um uns das Denkerkäppchen aufzusetzen. Aber wir können ja trotzdem noch ein bisschen spielen. Oh, Buddy schläft gerade in unserem Bett. Dann schlafen wir mal hier in dem alten Bett von unserem Bruder. So, da haben wir den nächsten Punkt erhalten. Sehr schön.
Aber ich bezweifle, dass es schon ein Meisterwerk wird, obwohl wir kreativitätsmäßig echt gut dabei sind, ne? Das muss man ja mal betonen. So, es wird gleich schon wieder Tag, aber dadurch, dass Sonntag ist. Cool, Clubmitgliedschaft. Dadurch, dass Sonntag ist, ist es nicht allzu schlimm. Weil wir können den ganzen Tag noch schlafen. So, da hat sich einmal die Zeit umgestellt. Und wir malen einfach mal wie besessen weiter. Ich weiß gar nicht, hatten wir da gerade das Glück im weißen Bereich, im goldenen Bereich gewesen zu sein und haben es ignoriert? Hätten wir da eventuell das Denkerkäppchen aufsetzen können? So, wir spielen mal wieder eine Runde Geige, weil es uns so viel Freude bereitet. Und wisst ihr was? Wir können das Denkerkäppchen aufsetzen. Juhu! So, wir können das Bild hier verkaufen. Sehr schön. Wo war denn hier das Telefon? Ach, da. Abheben. Hallo? Kann ich Gerd sprechen? Ja. Wir holen Gerd ruhig mal her. Alles wird gut. Dann machen wir uns mal ein bisschen frisch und dann können wir tatsächlich auch mal eine Runde schlafen. So, Gerd, ab ins Telefon, auch mit Denkerkäppchen. Ist das okay? Und dann spielen wir hier mal ganz schnell weiter. So, ciao. Wir wollen auch unbedingt mit jemandem tanzen und über unser Hobby reden. Müssen hier gleich mal mit dem Denkerkäppchen aufpassen. Okay, soweit so gut. Wir bauen mal den Punkt noch ein bisschen weiter aus, solange es funktioniert. So. Aufhören. Wir warten nämlich auf den Moment, wo uns der Punkt dann auch noch tatsächlich was bringt. So, perfekt. Dann gehen wir einfach mal eine Runde auf Toilette. Wie geht's Buddy so? Bei Buddy ist alles gut. Hier wird noch fleißig geschlafen und in einer Stunde kommt die Fahrgemeinschaft. Das trifft sich natürlich gut. Dann lösen wir hier mal noch das Kreuzworträtsel. So, Buddy weiß irgendwie selber nicht so richtig, was er will. Dann recyceln wir das Ganze hier mal noch und dann können wir zu unserem Job gehen. So, für Georgia kommt auch bald die Fahrgemeinschaft. Aber wir schlafen hier mal noch aus. Sodale. Einmal aufstehen, bitte. Sehr gut. Und dann machen wir hier mal das Bett und wir gucken mal, ob wir uns hier noch was zu essen nehmen können, bevor die Fahrgemeinschaft kommt. Ja gut, können wir. Aber ganz ehrlich, wir gehen lieber zur Fahrgemeinschaft, bevor wir hier am Ende wieder 3 Jahre zu spät kommen. Oh Gott. Ich ignoriere das. Ich habe immer Angst, das bringt uns gar nichts. Und hier sind wir ja auch schon auf Level 3, wenn ich das richtig sehe. Ich habe immer nur Angst, das bringt uns denn eher wieder. Nein. Dass uns das nicht wirklich weiterbringt. Ich habe Angst, die degradieren uns dann immer. Das mag ich nicht. So. Wir können alle mal aufs College. Das ist ganz toll. Wir verlieren etwas Begeisterung. Ja, das andere wurde mir gerade gar nicht mehr angezeigt. Auch gut. So, dann heben wir hier mal alles auf und räumen auf. Dann wird die Umgebung hier auch gleich wieder viel schöner. So, sehr gut. Hier ist momentan keine neue Rechnung. Das ist auch gut. Und wir wollen jemanden einladen. Wir versuchen es einfach hier nochmal mit Franz. Vielleicht klappt es mit Franz. Das wäre gut. So, Georgia kommt wieder. Sehr gut. Wir haben ein paar Simoleons verdient. Ja, sehr gut. Er ist jetzt endlich mal zu Hause. Dann hoffen wir mal, dass er auch kommt. Wir gehen mal Richtung Geige. Ja, er ist schon unterwegs. Perfekt. Das ist tatsächlich wirklich super. So, dann gehen wir hier schon mal einen Raum weiter. Dann können wir auf jeden Fall auch noch tanzen. Sodele. Und dann wird jetzt hier mal zusammen getanzt. Hello, wir tanzen ein bisschen. Wuhu. Und wir wollen dringend über ein Hobby reden. Das können wir natürlich auch noch tun. Nehmen wir auch mal hier die Kochkunst. Perfekt. Hier wollten wir gerade nicht über ein Hobby reden, aber das ist auch okay. Wir sagen hier mal auf jeden Fall zu Franz Hallo. Und hier spielen wir nochmal 2 Sekunden auf der Geige. So, du bist nicht der Wunsch erfüllt. So, schnell wieder weg. Bevor der Punkt erreicht wird. Das wäre ungünstig. So, vor allem jetzt wollen wir uns endlich mit Franz richtig anfreunden. Und jetzt haben wir den Wunsch einfach nicht mehr. Das gibt's doch nicht. Ist ja unglaublich. Ja gut, ich würde sagen, wir gehen dann einfach mal nach oben und malen hier wieder ein neues Bild. Weil morgen ist dann auch schon wieder Schule. So, kann ich mal einen Witz erzählen? Hm, wir wollen uns auch unbedingt verlieben. Wer ist denn hier noch so richtig zum Verlieben? Wir könnten auch Renata mal anrufen. Vielleicht kommt Renata noch vorbei. Warte mal, Franz hier, wir rufen noch Renata an. Vielleicht hat Renata Bock. Renata, komm doch mal vorbei, Mensch. Ja, bring auch noch einen Freund mit, alles wird gut. Also, da haben wir alle mal richtig Spaß. Ha, gut, wir gehen mal auf Toilette, nicht, dass uns das nachher im Weg steht, ja.
Niemand mag eine schwache Blase haben. Das ist ein bisschen ungünstig. So, Renata. Hallo. Schön, dass du da bist. So, wer bist du? Okay, du bist aber auch schon am Start. Dann können wir hier mal freundschaftlich umarmen. Ne? Das, Yay. Voll gut. Wir haben sie freundschaftlich umarmt. So, einmal eine Runde kitzeln. Da freut sich alles. So, sehr gut. Wir sind sogar Freunde geworden. Erzählen wir jetzt mal hier einen schmutzigen Witz. Passt mal auf. Mit Rücken, Kraulen und allem drum und dran. So. Oui. Jetzt sind wir dabei. So, Rückenkrauen. Mal gucken, was passiert. Ich bin gespannt. Wenn sich hier die junge Liebe trifft, ja. Und? Nüscht. Auch super. So, jetzt sind wir hier irgendwie wirklich weit oben. So, perfekt. Wir können uns ja mal hier romantisch umarmen. Ist vielleicht auch noch ein Plan. So, wow. Ich hoffe, wir stören euch irgendwie nicht. Ah, da sind wir verliebt. Moment. Renata. Komm, wir machen mal zweideutige Anspielungen. Schön hier geblieben, Renata. Es ist wichtig. Bleib vor unserer Haustür stehen. So, haben wir irgendwie irgendwelche anderen Wünsche? Oh, falsche Taste. So, wir wollen einfach nur eine feste Beziehung. Okay, cool. Dann müssen wir uns ja noch nicht mal küssen oder so. Vorschlag, feste Beziehung. Komm, wir sind jetzt zusammen. Willst du mein Girl sein? Ja, cool, da hat sie Bock drauf. Richtig gut. Yay, wir haben uns unseren Wunsch erfüllt. So, und anfreunden wollen wir uns irgendwie auch noch. Ist ja ein Plan. So, dann werden wir es jetzt mal ganz fest drücken. Ne? Wir sind da mal nicht so. So, da sind wir schon gut dabei. Und wir kitzeln mal nochmal eine Runde. Kann nochmal noch einen Rücken kraulen. Ist ja alles hier möglich, ne? Wir machen das schon irgendwie. Was macht Georgia eigentlich die ganze Zeit? Georgia malt noch, alles klar. Yay, wir haben uns auch noch angefreundet. Voll gut. 5 gute Freunde wollen wir finden. Mensch, wir haben ja sonst nichts zu tun. Wir wollen uns mit Renata unterhalten. Dann erzählen wir ihr mal einen schmutzigen Witz, sage ich euch. Mensch, läuft bei uns. So. Ja, und jetzt ist uns Renata schon wieder egal. Ah, hier ist was los. So, dann kneifen wir mal noch eine Runde. Dann läuft das hier bestimmt ganz gut. Und wir wollen einen unbekannten Sim treffen. Wie das läuft, da bin ich mir noch relativ unsicher. Aber wir können auf jeden Fall mal eine Runde kochen. Wir machen mal Schweinekoteletts. Zur Feier des Tages hauen wir hier jetzt mal raus. Oh wow, der Kühlschrank ist leer. Lieferant, komm mal bitte. Wir haben nichts mehr zu futtern. Nee, Lebensmittel tatsächlich. Und wir brauchen jetzt all unser Geld, was wir gespart haben, nur um den Kühlschrank zu füllen. Ja gut, machen wir halt mal genau die Summe. Wir haben nichts mehr zu futtern. Das ist so schrecklich. Da. So, dann duschen wir einfach mal in der Zeit, bis der Lieferant kommt. So, Renata will auch Ciao sagen. Mensch, Renata, schön, dass du in unsere Dusche kommst. Da sehen wir uns schon mal nackt. Ha! So, dann nehmen wir mal hier das Essen entgegen. So, hallo Lieferant, Lieferung annehmen. Super Idee. Hier läuft alles noch soweit. Boah, 50 Simoleons nur für die Lieferung. Unglaublich. So, aber wir können jetzt wieder kochen. Sehr schön. Dann machen wir uns mal die besagten Schweinekoteletts. Bis später. Ja, bis später. Dann sehen wir uns ein andermal. So, jetzt haben wir hier 1000 Teller. Auch gut. Legen wir mal alle weg. Wenn wir hier selber mit Essen fertig sind. So, unsere gute Georgia hat das Bild fertiggestellt. Sieht auch cool aus. Verkaufen wir den Spaß mal. Und machen uns hier mal wieder ein bisschen frisch und sauber. Und generell ist das alles wichtig hier. So. Und dann können wir uns hier auf jeden Fall noch ein paar Reste nehmen. Ha, ständig ist dieser Kühlschrank leer, ey. Unglaublich. So, alles aufgeräumt. Hier machen wir mal noch sauber. Und dann können wir hier auch noch mal eine Runde sauber machen. Perfekt. So, wie geht's Buddy? Buddy können wir rein theoretisch mal wieder waschen. Da freut sich Buddy bestimmt. Wow, wir haben echt nur noch das Essen. Krass. Gut, dann essen wir jetzt halt das Schweinekotelett. So. Ich würde vorschlagen, den Rest packen wir weg, weil dafür ist es echt zu schade. wir könnten noch
Frühstück servieren, dann haben wir wenigstens was zum Frühstück das nächste Mal. Müssen wir jetzt nicht sofort futtern. So, ist hier irgendwo eine Pfütze entstanden? Ja, hier in der Ecke. Dann wischen wir die mal am besten weg. Wie sieht's hier mit dem Futter aus? Ach, Herr Jemine. Buddy, warum frisst du denn so viel? Wir haben nicht so viel Geld, um alles hier ständig aufzufüllen. So. So. Das haben wir auch weggestellt. Perfekt. Dann legen wir hier mal alles weg. Den Herd müssen wir auch noch sauber machen. Hier müssen wir nicht sauber machen. Sehr gut. Und ich würde vorschlagen, dann gehen wir hier auf jeden Fall mal ins Bett. So, Georgia hat da unten auch alles im Griff. Und dann gehen wir auch mal hier ins Bett. Sodale. Und da schlafen unsere lieben Sims auch schon. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen, dass wir uns nicht hoffentlich beim nächsten Mal wiedersehen. Und ja, dann macht's gut, macht's besser und bis dann. Ciao.